Moin liebe Trickster und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, wir sind hier in Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Und wenn wir schon in Essen sind, dann sind wir doch ganz bestimmt auch bei... Hört ihr das? Hört ihr das? Na, alles gut bei dir? Alles besten. Alles gut? Alles besten. Ja, die Leute haben gefragt, ist Olli tot? Echt? Deshalb, haben sie wirklich gefragt? Ja gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber super viele haben gefragt, Leute, Olli geht's gut, er lebt, er ist auf zwei Beinen oder auf vier manchmal, je nachdem. Ja, je nachdem. Boah, das ist ja schön, aber das Ding ist, die Kamera fängt diese schönen Lichter nicht ein. Ich bin nass geschwitzt. Ich habe mir gerade mal wieder die Zeit genommen und neue Löcher gebohrt, die Dinger verschoben. Und jetzt kommt der magische Moment. Passt es jetzt endlich? Ich meine, hat ja nur 10 Jahre gedauert. Alter, ich bin am Schwitzen, das ist nicht mehr normal, ne? Endlich, ey. Meine Güte, war das eine Arbeit. Schweiter da. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in Heidelberg in unserem Hotelzimmer angekommen. Ist richtig, richtig schick hier. Sehr, sehr, sehr schön. Und guck mal, wie süß der da auf dieser Fußlehne von dem Sessel sitzt. Der leistet mir so süß Gesellschaft, der kleine Mann. Oh. Na, du kleiner Pudel. Das ist ein kleiner Mäuserich. Ne, Chico? Ja. Das Witzige ist, hier vom Bett aus, alles klar. Ist das Bett bequem, Chico? Alles klar. Aus jetzt. Fein. Okay. Das Witzige ist, hier neben dem Bett ist so ein Schrank. Wenn wir den aufmachen, ist hier einfach eine Küche. Eine kleine Mini-Küche hier mit Töpfen und so weiter. Warte mal, warum haben wir Töpfe, wenn wir keinen Herd haben? Und ihr kennt's, der übliche Check, auch das Bad ist richtig nett. Die Dusche gefällt mir super gut hier. Und sonst alles halt ganz normal. Da ist der beste aussehende Mensch der Welt, Kappa. Ja, und hier kommt man so rein und das ist unser kleines Zimmerchen für heute Nacht. Ja, nett. Oh, wir haben hier sogar einen Balkon hinter. Gut, das seht ihr jetzt natürlich. Ja doch, jetzt seht ihr es. Hier haben wir sogar einen kleinen Balkon. Keine schöne Aussicht, aber ein Balkon immerhin. Ja, ich habe hier einen Auftritt heute Abend und zwar auf einer Weihnachtsfeier. Der Dezember ist jetzt randvoll gepackt bei mir. Ich bin jetzt nonstop unterwegs von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier. Heute zum Stopp in Heidelberg und die Nessie ist immer dabei. Und nicht immer leider, denn ich muss arbeiten. Ja, aber oft, wenn am Wochenende, dann ist er dabei und guckt. Die Weihnachtsmärkte und die Städte an und so weiter. Dritter da. Liebe Freunde, meine Weihnachtsfeiern-Tour geht weiter. Ich bin in Hamburg angekommen und alter Verwalter, hab ich hier ein Hotel bekommen. Wir machen einmal Roomtour. Hier kommt man rein, dann sieht man erstmal hier königlich das Bett. Ich mag diese Beleuchtung mega. Da ist eine Couch zum Chillen, da werde ich auch noch ein paar Videos drehen jetzt hier. Hier ist eine Küche und zwar richtig modern und stylisch. Nur, ihr hört das wahrscheinlich schon, im Hintergrund ist irgendwie so ein Krach. Hört ihr das? Keine Ahnung, wo der herkommt. Irgendwas muss ich dagegen machen. Irgendwas hier in der Küche vielleicht? Der Kühlschrank oder so? Irgendwas kracht hier ganz gewaltig. Fenster sind einfach riesig. Ausblick, boah, Straße, aber sieht schick aus. Hier ein Fernseher in der Wand und jetzt kommt das Witzige. Da ist so ein hübscher Typ. Mahlzeit! Und diesen Spiegel schiebt man beiseite und hier befindet sich das Bad hinter. Alter Schwede, ist das nicht schnieke? Okay, der Krach kommt von hier aus dem Bad irgendwie. Dusche richtig nice, riesiger Spiegel. Hier so eine schöne Chill-Out-Lounge. Ey, meine Güte, wäre Nessie dabei, die wird sich hier richtig wohlfühlen beim Schminken morgens. Wird sich wahrscheinlich einfach aufs Klo setzen, da haben wir hier fast schon so einen Schminkspiegel. Herzlichen Dank, was für Hotels ihr mir hier immer bucht. Uiuiui, vielen Dank. Da macht die Arbeit doch glatt Spaß. 3:28 Uhr nachts. So, Freunde, ich bin wieder da von der Weihnachtsfeier. Es hatte sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin saumüde jetzt einfach. Ich bin richtig im Arsch. Ich glaube, ich hüpfe nochmal kurz unter die Dusche. Ich wollte morgen tatsächlich einfach mal um 6 aufstehen, weil hier gibt es ein Fitnesscenter und ein Pool und eine Sauna, Wellnessbereich. Deshalb, ich stehe morgen ganz früh auf, ran ans Eisen und dann direkt im Pool abkühlen oder dann Sauna oder wieder im Pool abkühlen. Oh, nice, ey. Vierter Tag. Ich muss Tschüss sagen. Tschüss, liebes, wunderschönes Hotelzimmer. Jetzt geht's für mich weiter zu jemandem, den ihr alle kennt. Und zwar Piccolo. Ja, haben super viele in die Kommentare geschrieben, müssen unbedingt mal wieder was zusammen machen. Nur deshalb mache ich das für die Klicks. Ja, richtig. Ja, klar. Logisch. Ja, wir hassen uns eigentlich. Folgt ihm auf Insta, bitte. Ich brauche Follower, Leute. Hast auch gar nicht irgendwie doppelt so viel wie ich oder so. Wollen wir ein bisschen Jam oder wie sieht das aus hier? So, du, was machst du da? Aha. Ah, ja. Ja, mach noch schneller, mach noch schneller. Nee, ich bin viel zu langsam am ATM, ich weiß gar nicht, wie du ihn so schnell machst.
Ja, fett, Pico. Ich habe ein Video gedreht, da habe ich einen Zauberkasten ausgepackt und getestet. So einen Zauberkasten-Adventskalender. Mhm. Und ich habe ein paar Sachen davon dabei. Ich drücke dir die jetzt mal in die Hand. Okay. Und dann jammen wir ein bisschen damit und gucken, was wir machen können, okay? Ja, ich bin Experte. Ich habe eine Münze und so eine Tic-Tac-Schachtel. Ja. Und deine Aufgabe ist, die Münze da reinzuzaubern. Ja, versuchen wir. Was sind das eigentlich für Karten? Mirage. Fühlen die sich an wie Visa oder sind die anders vom Papier? Nee, die sind anders. Die sind viel weicher. Boah, überdünnes Papier. Guck mal, ein Zaubertrick mit einer 2-Euro-Münze und Tuk-Tuk. Ja, cool, das gute Magic. Alte Cool Magic Tuk-Tuk, man kennt's. Bestes Produkt. Link in der Beschreibung. Okay, guck mal. Hier, 2-Euro-Münze. 1, 2, 3. Ja, fett, ey. Nice. Und drehen ist die Münze. Nice. Digga, übersauber. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich glaube, ich habe es nicht vernünftig gefilmt. Das sehe ich dann nachher. Pico, jetzt tauschen wir. Ja. Und zwar, jetzt führe ich dir den Zauberkastentrick vor. Dann gucken wir, ob du gepult bist oder nicht, okay? Guck mal, hier ist so ein Würfel mit verschiedenen Motiven. Boah, der ist ja schön. Wunderschön, ne? Ja. Eine Hand hast du ja frei. Kannst du den einmal nehmen? Ich drehe mich weg. Und du suchst dir irgendein Motiv aus und tust das in die Schachtel rein. Mit Gesicht nach oben. Und machst den Deckel drauf, okay? Das heißt, du entscheidest dich für eins dieser Motive. Okay. Ich bin weggedreht und so. Nehmen wir mal das, ne? Schön. Okay, bin ready. Haben wir irgendwas abgesprochen hier? Nee, auf jeden Fall nicht. Okay, wunderbar. Was ich jetzt nämlich probiere ist, mit meinen Infrarot-Röntgen-Händen versuche ich jetzt herauszufinden, für welches Symbol du dich entschieden hast. Oder okay. Na doch, ich glaube, ich weiß es. Echt? Ja, ich glaube, du hast dich entschieden für den Tannenbaum, kann das sein? Ja. Ah ja. Damn. Ja, du weißt, wie es funktioniert? Nee. Ehrlich nicht. Bist gefühlt? Ich bin gefühlt. Ja, also die fühlen sich wirklich normal an. Das kannst du auch selbst prüfen. Nicht, dass jetzt irgendwie der Tannenbaum macht. Ja, weißt du, die Reihenfolge einfach vornehmen. Ja, aber was bringt mir die Reihenfolge zu wissen? Dass du weißt, okay, 2 weiter ist der Tannenbaum, 2 weiter ist das. Ja, aber ich kann es ja nicht spüren. Du hast ja einmal kurz geguckt. Hat das damit was zu tun? Ja. Ja, okay. Ich habe hinterm Rücken, habe ich das gemacht. Ah. Die Hände so gut, wieder zugemacht. Ich glaube. Ja, aber wenn du das gut präsentierst. Für Kinder? Ja. Beste. Ja. War ich schockiert von, dass das in dem Zauberkasten war. Das ist nämlich Powerball 60 von Richard Sanders. Okay. Hast du schon mal Rubbellose gerubbelt? Nee, du bist ja auch noch nicht 18, ne? Nee, mit meinem Vater schon. Aha. So, das heißt, du weißt ungefähr, wie es läuft. Du überlegst dir eine Zahl zwischen 1 und 60. Okay. Du denkst nur eine, okay? Ja. Du sagst es bitte nicht laut. Ja. Ja. Und hier sind verschiedene Zahlen auf diesen Rubbellosen drauf. Du gehst bitte alle durch, guckst, ob deine Zahl da drauf steht. Wenn deine drauf steht, ist es dein Glückslos. Okay. Dann bringt dieses Los dir Glück, dann nimmst du das und drehst es um und legst es verdeckt auf den Tisch. Ich will es einfach gar nicht sehen. Ich halte auch meine Hände so davor, ich möchte die nicht sehen, okay? Okay. Alle, wo deine Zahl drauf ist, legst du verdeckt daneben auf den Tisch. Okay. Und legst einfach verdeckt daneben, dass ich die nicht irgendwie die Zahlen sehen kann oder sowas, ja? Ja. Ganz wichtig. Und die, bei der jetzt nicht dabei ist? Die legst du zur Seite. Okay. Super spannender Prozess. Normal. Ja, okay. Okay? Ja. Das heißt, das sind die Lose, wo deine Zahl mit drauf ist. Das heißt, da ist im Prinzip dein Glück in den Losen drin. Und genau. Das Glück spüre ich mit meiner Hand. Und ich habe einen Glücksdetektor in meinen Fingern. Digga. Und ich spüre aber kein Glück, sondern ich spüre Pech. Du hast eine Unglückszahl in deinem Kopf. Du hast die 13 im Kopf. Ja? Ja? Ja, das stimmt. Ja, fett. Nice. Lue. Ja, auch mit solchen Sachen kann man foolen. Und das Krasse ist einfach, dass das im Prinzip für unter 2 Euro in einem Zauberkasten mit drin war. Das ist halt schon crazy. Ich habe dem Pico gerade 3 chinesische Ringe in die Hand gegeben. Ganz normal. Ja, keine Öffnung oder sonst was. Man kennt's, kein Spalt. Sonst wäre es zu einfach. Nein. Die wollen nicht. Thanks. Ja. Ast rein. Das ist alles. Ja, aber das ist ja noch ein dritter. Ja, auch ohne Problem. Spalt, ohne alles. Ja, sah aber gut aus auf Kamera. Ja! Nice, ey. Läuft bei dir. Pico, pass auf, ich will dir noch eins zeigen, die habe ich noch nicht im Internet gezeigt. Kannst du einmal eine Karte nehmen? Ja. Ja? Zeig sie mal der Kamera bitte, ich darf sie nicht sehen. Okay. Und schieb dir bei Ivo ins Kartenspiel rein. Ich kann dir gerne helfen. So, du weißt die Karte noch? Ja. Okay, pass auf. Da liegt dein Handy auf dem Tisch. Ja. Kannst du es einmal in der Hand nehmen? Öffne mal bitte Insta.
Okay. Einmal an den ganzen Nudes von deinen Fanhölz vorbei. Und dann gehst du auf mein Profil. Okay. Wie, das wird dir nicht ganz oben angezeigt? Also das, dann stalkst du nicht jeden Tag. Wird ab heute gemacht. Pass auf, du siehst hier meine Bio, Magician, bla 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 bla. Ja. Und weißt du, was richtig fett ist? Da ist ein Button, das steht da bei dir auf Italienisch, mehr Anzeigen, richtig? Ja. Kannst du da einmal drauf tippen? Ja, das war meine Karte. Jawohl! Nein. So ist bei. Schreib eine Karte in die Bio. Und zwar erstmal irgendwelche Zeilen, damit man auf mehr Anzeigen tippen muss, dass es nicht jeder sofort sieht. Ja. Weil das ist so ein Schocker. Weißt du, wie ich das befreundet habe gestern auf der Weihnachtsfeier? Ja. Ich habe eine Zuschauerin das ziehen lassen. Die hat ein Foto von der Karte gemacht. Und ich habe gesagt, okay, das ist mein Insta-Profil. Guck dir das heute Abend mal ganz genau an und dann schreibst du mir eine Nachricht, wenn es geklappt hat. Ah, wie geil. Und dann hat die mir in der Nacht noch geschrieben. Mega stark. So, der Pico, der zeigt uns jetzt mal hier so einen richtigen Pico La Marina Classic. Genau. So, let's go. So, ich nehme hier 4 Karten aus dem Kartenspiel, ja, die ihr erstmal nicht sehen dürft, aber ich sag euch schon mal, die werden mir später helfen, eure Karte wiederzufinden. Okay. So, ich lasse jetzt mal verdeckt hier auf dem Tisch liegen, ja? Okay, okay. So, alle Karten sind gemischt und du suchst hier einfach irgendeine Karte aus der Mitte aus. Ja. Freie Wahl, kein Fort. Die hier. Guckst du dir an, merkst du die? Ja. Perfekt, und wir lassen sie hier wieder in der Mitte. Okay, merkst du gleich? Ja. Okay. Jo. Und wie gesagt, ich werde mit diesen 4 Karten versuchen, eure Karte wiederzufinden, ja, die hier ganz klar in der Mitte liegt. Ja. So, und ihr müsst wissen, ich habe hier die 4 Könige hingelegt, denn die sind sehr gut in Karten wiederfinden. Aber ja, speziell sind die beiden roten Könige gut. Ja. Und die beiden schwarzen Könige lasse ich erstmal beiseite, okay? Okay. Und ich muss einfach nur die beiden roten Könige hier übers Deck halten und einmal schnipsen. Ja. Wenn wir jetzt gucken, ist eine Karte hier zwischen gelandet. Ja. Aber was ich nicht verstehe ist, dass das nicht eure Karte ist, sondern die beiden schwarzen Könige, die da lagen. Das heißt, hier ist nur eine Karte. Und das genau. Alter, Baba einfach. Alter, 10 von 10. Wie lange hast du an dem jetzt geübt? Wie lange ein paar Classics einfach zusammen. Ein paar Classics? Digga, das sind nicht ein paar Classics, Alter. Das ist God-Level. Ich hab dir eine Schachtel mitgebracht. Eine Geschenkschachtel. Da ist ein Geschenk für dich drin. Oh, wie süß. Um dir zu zeigen, wie gerne ich dich habe. Kannst du einmal den Deckel aufmachen und reingucken? Okay. So gerne habe ich dich, Pico. Ach, wie nett. Nein, okay, komm, Spaß. Aber du siehst, leere Schachtel. Hört man noch nichts, ja? Ne. Und den Deckel siehst du auch, gewöhnlicher Deckel, bla bla. Ja. Okay. Wir schließen die Schachtel ganz sauber, dass du siehst, dass ich nicht irgendwie was reinlade oder so. Okay. Clean. Stell dir vor, du hättest einen Flammenwerfer in deiner Hand, ja? Okay, so eine schöne Kanone. Ja, Mann. Und die richtest du jetzt auf ein Kartendeck. Es gibt Zahlen und Bildkarten. Okay. Worauf richtest du den Flammenwerfer? Zahlen oder Bilder? Auf die Zahlen. Auf die Zahlen? Ja. Alle Zahlenkarten sind verbrannt, die Bilder sind übrig. Ja. Bei den Bildkarten gibt es Männer und es gibt Frauen. Auf ja, wen richtest du die Flamme? Auf die Männer. Auf die Männer? Ja. Normalerweise sagen die Männer auf die Frauen? Okay. Und auch die Männer sind verbrannt. Wir haben noch die Frauen, also die Damen übrig. Es gibt 4 Stück. Du zündest alle an und eine rettest du aus dem Feuer. Welche Dame rettest du? Die Karo-Dame. Karo? 100% sicher. Du kannst dich umentscheiden, du kannst bei Karo bleiben. Nee, dann sage ich Pik-Dame. Pik? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber... Ja. Weißt du das? Ich will gar nichts machen. Kannst du bitte einmal aufmachen, die Schachtel? Ganz langsam und dramatisch. Okay. Ja? Ich hab mich sogar umentschieden. Nimm die selbst raus, nimm die selbst raus. Ja. Und mach's auch selbst auf, ich will nichts anfassen. Ja, als ob. Und du hast dich noch umentschieden zu viel. Wahrscheinlich. Wie geil, Alter. Ja, ist Papa, ne? Die mache ich auch auf der Bühne wirklich. Was machst du? Der Hund. Hä, was? 1, 2. Ah ja. Ein bisschen gebraucht, um den durchzugehen, aber hat geklappt. Ich glaube, den machen wir nochmal, oder? Okay. Nochmal. Hä? Fuhr. Nee, das sah wirklich ganz cool aus.